schon wieder. Erst da und wieder nicht. Was bedeutet das? Mimir, wie hat es dich hierher verschlagen? Junge, es kommt eine Zeit im Leben eines jeden Mannes, da er seinen Namen ändert und nordwärts zieht, um neu zu beginnen. Wenn du lange genug lebst, um das mehrmals zu tun, endest du so weit nördlich wie ich. Als ich ankam, kannte ich Odins Ruf bereits und beschloss, mich als würdig zu erweisen, indem ich ihm etwas gab, das er zu schätzen wissen würde. Eine mystische Quelle des Wissens. Wir machen später weiter. Ihr da! Die Statue steht nicht mehr, Geist. Dann bin ich nicht mehr an diese Welt gebunden und kann den wahren Gott des Donners suchen. Er wird Rache erfahren. Ich danke euch vielmals. Und weg ist der tapfere Kerl, Thor ganz alleine zu suchen. Er ist ein Narr. Ich glaube, ich wollte Odin gerade von meiner mystischen Quelle des Wissens unterrichten. Oder vielmehr eine Quelle des Wassers, an der genug mystische Pilze wuchsen, um einem Gott Visionen zu bescheren. Oh, er war zutiefst beeindruckt. Wir machen später weiter. Tyrs Rune, das ist es. Wir sind drin, aber was ist das hier? Ich weiß es genauso wenig wie du. Weltenreisekammer. Aber wieso ist der Boden an der Decke? Diese Weltentüren spiegeln die von oben. Tyr hat die schwarze Rune mit der gleichen Magie geschützt. Vielleicht ist da drin ein Hinweis. Ha, direkt neben der Jötunheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran. Nicht von hier aus. Heiligtum in einem anderen. Diese Wandteppiche. Offenbar Kunst der Riesen. Tyr muss ihnen einen großen Dienst erwiesen haben. Wow, wer sind die? Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau. Und sieh nur. Die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Alles klar. Was bewegt sich?
Außergewöhnlich. Der ganze Raum ist auf einer Art Achse erbaut. Auf beiden Seiten sind Ketten. Ohne die... Können wir den Tempel kippen? Alles klar. Wir machen bitte was? Junge, auf den Statuen. Ich sehe sie. Da steht Leere. Sonderbar. Na los, lies. Vor dem ersten, nach dem letzten. Zwischendrin kein Schattenfetzen. Oidu. Ist, was immer es ist, nur durch Kippen des Tempels erreicht. Du sagtest, es gibt einen Weg. Man kann den Tempel kippen. Deshalb kippen wir den Tempel. Die Logik ist bestechend. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir einen Raum umdrehen, der in 8 anderen Welten verwurzelt ist. Ich bin neugierig, klar. Aber ob uns das wirklich nach Jettenheim bringt? Ich mag Sprünge. Tja, wer weiß. Vielleicht bist du genauso verrückt wie Tier. Statuen. Die erwachen bestimmt nicht zum Leben, falls euch das Sorgen macht. Tyr meinte oft, er träume von einer Welt des Friedens, in der nur Soldaten Statuen nötig sind. Netter Bursche. Aber er hat sich selbst ziemlich ernst genommen, oder? Wieder diese Todesfallen. Der Kleine könnte mich doch auch eine Weile tragen. Damit du das hier verpasst? Oh nein. Dir macht das Spaß, oder? Huh!
für deinen Einsatz. Bis Götter gut werden. Könnte ein Weilchen dauern. Nein. Sie warten auf uns. Hier, Junge. Noch eins. Da steht, er heißt Beryelmir. Mutter hat gesagt, er war ein König der Riesen. Ja, das war er. Und noch einiges mehr. Er hatte wohl ziemlich viele Kinder. So etwas nennt man bei uns eine Untertreibung. Er ist tot, aber niemand hat ihn umgebracht. Sterben Riesen an Altersschwäche? Manchmal. Ist aber selten unter den Legenden. Go!
die andere Sorte. Abwechslung ist sehr wichtig. Diesen Teil hasse ich echt. Ich weiß. Wir sind jetzt so nah dran. Ich hatte niemals Zweifel. Na klar. Die meinen offensichtlich nicht uns. Thank you.
Zeit, den Tempel zu kennen. Ja, Vater. Sagen wir doch nicht mehr den Tempel. Es klingt langsam normal. Aber falls das hier nicht funktioniert, denkt dran, Tyr hatte guten Grund für diese Hindernisse. Er machte Jötunheim für Odin unerreichbar. Aber es herrscht kein Frieden. Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht. Genau das sagte die Rune auf der Tür. Wir folgen Tyrs Weg. Aus den Beinen, Hede! Weiß er. Falls einmal hohe Gewalt die Antwort sein sollte, bin ich... Siehst du, Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich, du und Freya, Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das ist Tyrs Prüfung. Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Hast du das gehört? Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet das? Er meint, du sprichst weise, Atreus. Und das ist gut zu hören. Junge, dein Messer. Und? Was ist das? Eine Art Weltenstein. Lass mal sehen. Thomlas Euter, das ist der Eintrachtstein. Du kennst ihn? Dass er tatsächlich existiert. Wenn Tyr ihn besessen hat, erklärt das, wie er all die Welten erreicht hat. Und andere Länder noch dazu. Er hielt ihn. In Odins Bibliothek. Ja. Ja, das ist es. Jetzt begreife ich erst. Darauf ist Tyr in der Zwischenwelt abgebildet. Du weißt ja, verlasse niemals den Pfad. Tja. Tyr folgte immer seinem eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Zwischenwelt. Auf Tyrs Schrein war also zu sehen, wie er den Ast des Weltenbaums verlässt. Und du glaubst, um den geheimen Weg nach Jötunheim zu erreichen, müssen wir... Was tue ich? Oh je. Das ist dein voller Ernst, nicht wahr? Gut. Mir ist es mehr als recht, wenn wir uns noch nicht gleich vom Weltenbaum in den Abgrund stürzen. Alles zu seiner Zeit, Junge. Wirklich?